Es ist der 4.10., circa 23.30 Uhr. Wir befinden uns in der Zeche Karl in Essen, wieder im schönen Ruhrgebiet. Und heute habe ich vor die Kamera jemanden bekommen. Ein Mensch, eine Frau, ein wirklich lebendes Wesen aus dem Bereich des BDSM und reine Kunst. Das kommt noch hinzu. Und nicht nur ein gekünsteltes Projekt, sondern ein echtes Projekt. Ich freue mich über Aranea Piel von den Grausamen Töchtern. Hallo. Hi. Sehr schön, dass du die Zeit nimmst, um ein kurzes Gespräch mal zu führen über das Projekt. Ich muss sagen, ich bin immer noch sehr geflasht von dem Auftritt jetzt gerade in der Zeche Karl hier. Ich habe dich selbst noch nie live erleben können mit der Show. Nur Videoaufnahmen. Und das, was ich jetzt heute Abend gesehen habe, das hat mich wirklich geflasht. Wie lange arbeitet ihr an der ganzen Umsetzung? Das ist jetzt auch was Neues gewesen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, genau. Also es ist jetzt die neue Bühnenshow, weil wir ja gerade das dritte Album rausgebracht haben. Und wenn du fragst, wie lange wir daran arbeiten, als Künstler arbeitest du immer. Du hast kein Wochenende. Das ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Rattert dein Gehirn, brodelt es im Magen, Emotionen entstehen und du bist immer mit mindestens 120% bei der Sache. Ja. Also wenn man schläft, dann arbeitet man vielleicht nicht daran, außer man träumt irgendetwas, was einen inspiriert, aber okay. Eigentlich immer. Also du meinst wahrscheinlich ein intensiver, produktiver Vorbereitungszeit, was richtig, irgendwelche genau. Proben angeht oder irgendwas. Ja. Da sind wir eigentlich immer ziemlich flexibel und gucken, wie das gerade in unseren Plan und Ablauf passt. Also ich war jetzt gerade schon sehr überrascht auch, wie viele, man darf ja nicht mal sagen Akteure, das wäre ja völlig nach unten gepusht. Das ist ja schon wirklich eine richtige Bühnenshow. Wie viele Menschen, wie seid ihr zusammengekommen? Ich meine, Grausame Töchter ist gestartet im Jahr 2009. Ja. Du hast Gregor dann kennengelernt. Was ist passiert? Wie ihr euch kennengelernt habt? Warst du im Studio oder? Ach, das wirst du vielleicht kennen aus manchen Situationen. Man zieht ja Menschen an, die zu einem passen. Ja. Und so war das bei mir auch. Irgendwann wurde ich dann mal von einem Mädchen angeschrieben, die meinte, hey, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Ich finde dich toll und wie sieht's aus? Und ich so, ja, komm mal vorbei, schauen wir mal. Und so findet man die Leute oder die finden einen. Das ist so ein mysteriöser Kosmos, möchte man meinen. Ja. Wie ist es dann zu der Besetzung der jetzigen Crew gekommen? Ist das genauso entstanden im Endeffekt durch? Naja, ein bisschen suchen muss man, was jetzt zum Beispiel die Background-Sängerinnen und Tänzerinnen angeht, schon, weil die müssen ja ein gewisses Grad an Leistung dann doch erbringen. Also auch wenn nicht die ganze Show gestellt ist, in Anführungsstrichen, weil das ist nicht so meine Sache. Ich lasse gerne Dinge aus mir heraus auch spontan entstehen. Ja. Also man wird nie dieselbe Show sehen von mir. Es ist immer irgendwas, irgendwie, wie es gerade kommt und wie es gerade so läuft, wie es ist. Und da muss man schon ein bisschen suchen, aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut und ziemlich schnell. Ich weiß dann, wo ich mich so ein bisschen umschauen kann und umhören kann, um dann adäquate Menschen um mich zu haben. Du musst ja für diese Show auch, in Anführungsstrichen, ich habe dich gerade so genannt, auch als echt. Und das durfte ich auch erleben auf der Bühne, beziehungsweise nicht ich, aber ich durfte es sehen. Und du musst ja auch mit echten Akteuren arbeiten, die das so auch leben. Ja. Und sprecht ihr darüber im Nachhinein, was auf der Bühne passiert ist, oder ist das für euch... Du, was hinter der Bühne passiert, ist auch viel schlimmer. Okay. Sehr schön. Geil, ist das jetzt nicht so, ist nicht so spektakulär, um über das zu reden, was auf der Bühne passiert, als das zu leben, was dann hinter der Bühne noch passiert. Da werden wir nochmal irgendwann weiter einhaken. Das sollten wir jetzt nicht tun, weil ansonsten darf ich das nicht mehr senden. Aber irgendwann werden wir das tun. Ich schreibe ja auch ein Buch irgendwann mal darüber. Ach was. Aber ja, und da würde ich mich freuen, wenn ich dich dann noch, auch nochmal mit reinbekomme in dieses Buch. Müssen wir mal schauen.
unabhängig von der Impression, also oder von den Impressionen, was du jetzt heute Abend hier erlebt hast. Ihr habt gestern in Posen gespielt? Nein, das sind Posen, ist ausgefallen, weil sich der böse, böse Veranstalter nicht mehr gemeldet hat. Ui, das ja. habe ich stand noch da, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Wow. Siehst du, sage ich dir jetzt. Aber im Nachhinein war das jetzt also nicht so schlimm, weil wir haben davor in Berlin total Berlin tolles, im K17 wart ihr, ne? Richtig fettes Konzert gehabt und hatten danach noch eine sehr, naja, also jugendfrei gesagt, ausufernde Aftershow-Party. Okay. Und dann musste sich die ein oder andere Dame gestern dann doch noch etwas länger erholen. Von daher passte das schon. Okay, also war das bewusst, dass es auf der Bühne etwas dunkler war, oder? Nein, das hatte damit nichts zu tun. Okay. Gut, kommen wir mal auf das Release zu sprechen vom 26. September. Das ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Ich habe gerade so einiges auch hören können von den alten Stücken, sowie auch was aus den neueren Sachen. Sag mal, was erwartet den Hörer unabhängig von weiteren Sachen des BDSM oder auch der Elektronik? Ich habe also festgestellt, dass bisher sich nichts gleicht. Du mit völlig anderen Elementen immer wieder arbeitest. Ja. Was ich eigentlich sagen möchte, ich mache das immer sehr nervös. Du musst gar nicht nervös sein. Das sind ja unter uns. Gut. Ich werde dich nicht fressen. Gut, das zu dem Thema mit den Spinnen und so. Wie soll ich das ausdrücken? Du hast Gitarren dabei, du hast elektronische Elemente dabei und du hast von der Kunst her immer wieder neue Ideen, ja, um die einzusetzen. Dich kann man gar nicht in eine Schublade packen. Nein, ich habe auch viel mehr Ideen, aber wo soll man das alles hinstellen? Ja, hoffentlich in nächste LPs. Ja, natürlich. Wie lange hast du jetzt an der Glaube, Liebe, Hoffnung gearbeitet? Wie ich vorhin schon sagte, als Künstler arbeitest du immer und ich habe jetzt auch schon irgendwie neue Sachen in meinem Kopf, die noch so ein bisschen Farbe bekommen müssen für das vierte Album, was dann irgendwann erscheinen wird. Also ich kann dir keine Zeitspanne nennen, ja, weil das Ganze ist ja ein Prozess, der aus allem herauskommt, ja, und es gibt keinen klaren Anfang und es gibt kein klares Ende. Mhm. Also, ne, es ist mehr so wie ein Rausch. Also es ist keine reine Konzeptionierung dahinter, sondern du sagst, das ist jetzt der Teil, der soll für sich stehen. Und zum Beispiel, also es ist immer ein bisschen anders. Ne? Ich arbeite ja mit Gregor zusammen in Le Châtelet in einem Tonstudio und das ist ganz toll, man ergänzt sich sehr gut und dann kann daraus was entstehen und etwas wachsen und das freut mich immer sehr. Und die Arbeit im Tonstudio macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich durfte davon einige Aufnahmen sehen von den lieben Kollegen von 1 Festival, was sie gedreht haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Studio ist so ein zweites Zuhause, oder? Ja, kann man so sagen. Mhm. Ist auch schön eingerichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meistens, ich kenne viele andere Tonstudios, die sehr dunkel sind, sehr düster. Ich würde es auch noch ein bisschen streichen, aber. Aber ich fand es also sehr. Mauschelig, es ist Kaffee da und das ist schon mal gut. Das ist eine wichtige Sache. Ja. Auf dem Album sind ja zwei CDs. Da sind ja 45 Minuten auch reine Instrumentalgeschichten bei. Wie ist die Idee dazu gekommen, nochmal was Instrumentales dahinter zu setzen? Ach, die ist ganz einfach gekommen, weil ich dachte, es ist ja schon cool und es geht ja schon ab, diese ganzen Sachen, die auch elektronisch geprägt sind. Aber es wäre doch auch nochmal schön für Abende, wo man jetzt elektronische Musik nicht ganz so einfach inszenieren könnte, etwas rein akustische zu machen, etwas mit Instrumenten zu machen, die jetzt in der Szene vielleicht nicht ganz so gewöhnlich sind. Mhm. Also für Abende, wo man zum Beispiel SM leben möchte oder wo man Rituale machen möchte oder wo man sich entspannt auf dem Sofa wälzen möchte und ich weiß nicht, was im Hirn abgeht, dann gibt es eben diese CD. Und ich persönlich höre auch viel klassische Musik auch gerne und dann
war diese Idee, lag nicht so fern. Wo du gerade über klassisch redest, ich war davon sehr angetan. Wir haben auch in der sogenannten Szene, was davon übergeblieben ist oder was man auch Szene nennen kann aus dem schwarzen Bereich oder BDSM-Bereich oder aus dem Rock-Independent-Bereich, sehr viele Menschen, die eine klassische Musikerausbildung haben. Du hast eine klassische Ballettausbildung gemacht. Was hat dich dazu bewegt, um das jetzt mal mit dem Klassischen aufzugreifen, was hat dich dazu bewegt, schon als Kind irgendwie, hast du gesagt, Mensch, das möchte ich machen oder das will ich machen, oder bist du gezwungen worden? Nein, gezwungen. Das wär's. Nee, das lag schon immer in mir. Ich bin schon immer irgendwie rumgesprungen und dann lag das irgendwann nahe, dass ich Ballett mache. Dann habe ich das gemacht und habe es geliebt. Okay. Das geliebt von der ersten Minute an. Und so hat sich das fortgeführt. Im Alter von 10 Jahren war ich in der staatlichen Ballettakademie in Stuttgart, an der Jean-Krenko-Schule. Also ja. So, wie man das kennt, richtig harte Schule, russisches Ballett und so weiter. Und habe dann 2004 die Ausbildung in Hamburg an der Stage School angefangen, in Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel, mit dem Schwerpunkt allerdings auf Tanz. Und nach dieser ganzen Sache, dieser ganzen Ausbildung, die ich dann erfolgreich abgeschlossen hatte, hatte ich die Schnauze so voll von diesem ganzen Kram, den es überall gibt und den alle machen, dass ich gesagt habe, muss was Neues her. Das ist mir zu langweilig. Außerdem glaube ich nicht, dass da die Wahrheit liegt. Ich muss irgendwas Eigenes machen. Ja. So ist es dann zustande gekommen. Ich habe oftmals, wenn ich recherchiere oder mit Künstlern zu tun habe, erlebe ich dieses, gerade auch bei uns in diesem IBM-Bereich, my body is my temple. Und genau das habe ich gerade auch erleben können, dass du dieses lebst, dieses my body is my temple, und du hast ja als mit dieser klassischen Ballettausbildung auch einen unglaublichen Bezug zu deinem eigenen Körper. Ja, das stimmt. Und denkst du, dass der Körper, Seele, Empfindung, Schmerz, Liebe, all diese Dinge in Musik und Musik in einem so wie eine Art weitere Sprache sind, womit Menschen sich gegenseitig verständigen, ohne weiteres sagen zu müssen? Absolut. Oder bist du anderer Meinung? Nein, ich empfinde immer wieder, ich bemerke, dass mich das immer wieder flasht, dass ich denke, ich habe alles gesehen und ich habe alles erlebt. Und wenn ich dann in dem Moment... Das Denken ist sowieso Quatsch. Da wird immer irgendetwas kommen, wo du dann denkst, okay, ja, das ist neu. Merken wir uns mal. Nein, aber ich denke schon, dass gerade Musik sehr viel in einem auslösen kann, wenn man dafür empfänglich ist. Ja. Ne? Man muss dafür empfänglich sein. Castaneda sagt das ja, es gibt Menschen, die senden, es gibt Menschen, die empfangen. Also wenn man das jetzt mal auf philosophische Sicht betrachten möchte. Also wenn man dafür offen ist, denke ich schon, dass da wahnsinnig viel passieren kann. Ich hatte in einem Konzert, ich glaube, das war in München, hatte ich das... eine Dame in Ohnmacht gefallen ist während des Konzertes vor Ekstase. Okay. Also vor Adrenalin und vor Ekstase. Das ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn man das erleben kann. Ja. Also aus der einen Perspektive wie auch aus der anderen. Also wenn dich irgendetwas berührt und etwas mit dir macht, und das ist schon toll. Wenn du, diesen Bereich, du schenkst Schmerz, du schenkst Hormone, du schenkst Endorphine in den Menschen in dem Moment. Den Schmerz selber hast du kennengelernt? Nein, das möchte ich auch nicht. Okay. Also beim Zahnarzt vielleicht mal, wenn die Betäubung noch nicht so ganz da war, aber das war dann auch eher unfreiwillig. Okay, gut. Ich möchte nicht wissen, wer dein Zahnarzt ist, aber... Oh, ich habe jetzt einen sehr, sehr guten, den ich auch mal gerne weiterempfehle. Dann hat man nichts, dann liegt man da und hat Urlaub. Das ist total super, wirklich wahr. Der ist klasse. Sehr gut. Ich habe tierische Panik. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, sonst kriege ich da keine Termine. Okay. Du kommst aus Bremen oder Hamburg? Aus Hamburg. So. In Hamburg, bist du ein St. Pauli-Kind? Oder eher ein Altona-Kind? Hamburger Dern im Herzen. Ein Hamburger Dern. Okay. Große Frage.
Altona, St. Pauli, alte Fabrikgeschichten. Ich habe sehr viel Zeit in den 80er Jahren da verbracht. Mhm. Habe also auch noch diese Geschichte Hafenstraße und so weiter miterlebt. War ich selber auch noch vor Ort. Wir wollen nicht über Donani sprechen. Aber nein. Hamburg selber, ist es ein Ort, den du missen möchtest? Oder gibt es andere Orte, die dich auf dem Erdball noch anziehen? Ach, also ich bin mit Hamburg schon sehr zufrieden. Also wirklich tolle Stadt. Aber gibt es andere Orte? Ja, mich würde Brügge zum Beispiel interessieren. Wow. Oder ich weiß nicht, Wien hat ja auch seinen Charme. Aber da ich im Herzen Hamburger Dirn bin und norddeutsch geprägt, fühle ich mich, glaube ich, in Hamburg dann doch sehr wohl. Okay. Wo du gerade über Charme sprichst, lass uns einmal ganz kurz ausschweifen über klassisch deutschen Chanson. Das hat mich so umgehauen, unabhängig von Grausame Töchter, dein Soloprojekt. Schlägt mein Herz direkt. Ja, das hat mich so geflasht. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das auch videotechnisch so umzusetzen? Wer cuttet eigentlich? Kann ich gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Weißt du, wenn du so ein Stück singst und jemand begleitet dich am Klavier und du singst und du bist da drin und du lebst es und es ist echt und so weiter und so fort, dann baut sich in dir irgendetwas auf, Kreativität und alles Mögliche. Und ich muss das irgendwie verarbeiten, ich muss es irgendwie auf die Leinwand bringen und irgendwas dazu machen, ich kann nicht anders. Hast du jemanden fest, der sich um die Videos kümmert? Also ich habe verschiedene Menschen. Also ein paar habe ich selber gedreht, jetzt von den Grausamen Töchterstücken. Dann habe ich den Alexander Horn, der mir tatkräftig ganz toll zur Seite steht. Ein großer Schatz. Und Martin Peterdamm hat auch ein paar Videos gedreht. Kommt immer drauf an. Mhm. Butu Mala hat auch ein sehr schönes Video gemacht. Was ist für ein Aufwand entstanden bei dem Orchestralen? Da hast du ja so einiges bewegt auch, wo ich sage, wow, Hut ab, das passt so großartig zusammen. Wie ist das entstanden? Ach, ich kenne ja Musiker aufgrund meiner Ausbildung, ne, und solchen Sachen. Und ich habe ja, bevor ich studiert habe, auch schon Sachen am Theater gemacht. Und daher kenne ich sehr gute Musiker, und die habe ich einfach angesprochen und angequatscht und gesagt, hier komm, mach das mal. Los. Und die haben sofort gesagt, alles klar, super. Ja, großartig. Mhm. Bin ich ganz, also stehe ich auch voll hinter dieser Geschichte. Wahnsinn. Du hast auch schon verraten auf der Webseite, dass da eine Albumgeschichte passieren wird, woran ihr arbeiten werdet weiterhin auch. Darf man schon erfahren, was da passieren wird oder wann da? Da sind meine Lippen noch versiegelt. Oh, okay. Ja, aber da sind wir fleißig dabei. Also jetzt im Moment ist es ein bisschen ruhiger, weil wir mit der Tour beschäftigt sind. Klar, da ist ja jetzt ein Highlife immer. Und aber das geht voran. Das geht voran. Ja. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf. In diesem Sinne, zwei ganz wichtige Fragen noch. Musiktechnisch, kannst du dich an ein Instrument erinnern oder an das Instrument, was du erstmals überhaupt in deinem Leben in der Hand gehalten hast? Unabhängig von der Gerte. Ein Musikinstrument. Also du meinst jetzt, was ich zum ersten Mal, welches das erste Musikinstrument war, was ich in meinem Leben in der Hand hielt? Ja. Da muss ich kurz nachdenken. Das weiß ich nicht. Moment. Nicht, dass ich dir was Falsches sage. Ich glaube, das war eine... Also, zählen Spielzeuginstrumente? Ja, natürlich. Das zählt. Dann glaube ich, das war nämlich mitten in der Nacht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt. Es war auf jeden Fall nicht in Hamburg. Es war irgendwo mitten in der Nacht. Ich war todmüde. Und es war in einer kleinen Kaschemme, in einer Art Bar. Ich weiß noch, es war so ganz dunkles Licht und es brannte nur über den Tresen so zwei Lampen. Und in einem Hinterzimmer lag in einer Kiste so eine kleine, lila, metallic glänzende Trompete. Wow. Das weiß ich noch. Hm? Genau, und ich glaube, das war das Erste, was ich an Musikinstrument in der Hand hatte. Wow.
Es war ein bisschen gruselig. Es war alles dunkel, aber die Trompete hat dann mein Herz erwärmt. Sehr schön. Und auch noch heute schönen Trompetenklang. Tolle Sache. Bläser überhaupt, tolle Sache. Hm. Sehr schöne Geschichte. Streicher aber auch. Streicher sind auch. Ja, bin ich auch immer dabei. Streicher. Ja, vor allem Bohm, eine Cellistin. Hm. Ich freue mich immer, wenn ich dann auf der Bühne stehe und rocke und gucke. Und das ist schon schön. Es macht auf jeden Fall was her, natürlich. Mhm. Und ist für die Ohren sehr schön. Eine weitere Frage. Ist schwer zu stellen, vor allen Dingen an Menschen, der sehr dominant veranlagt ist oder überhaupt dominant veranlagt ist, wenn es so etwas gibt wie Gott oder eine Macht oder etwas Universelles, woran wir glauben. Mhm. Und diese Energie würde auf dich zukommen und würde sagen, du, ich habe es total verrissen mit der Menschheit. Gib mir ganz spontan einen Tipp, was kann ich kurz ändern? Was würdest du antworten? Das kann ich dir sagen, weil du denkst schon ganz falsch, weil diese Macht und dieser Gott, den du da gerade beschreibst, der liegt ja in dir selbst. Super. Und dann lösen sich all deine Probleme, wenn du das erkennst. Großartig. Das ist auch in der Form noch nie rübergekommen. Danke dafür. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Was ist noch unabhängig jetzt geplant? Ja, das Album ist fertig. Das Album ist fertig. Es wird also weitergearbeitet. Es wird weitergearbeitet. Es geht weiter im Flow. Ja, es wird weitergearbeitet. Es geht weiter im Fluss. Und 23. ist, glaube ich, der nächste Auftritt. Ja, das weiß meine Sklavin. Die ist jetzt gerade nicht da, aber ich habe nicht die ganzen Termine im Kopf. Okay. Das gut. Weiß sie, aber es kann sein, ja. Ansonsten steht das auch alles auf der Homepage. Großartig. Auf der Homepage solltet ihr schauen. Grausame Töchter, Aranea Piel, ich danke vielmals. Ich sage toi, toi, toi für die weitere Zeit. Ich bleibe unheimlich gerne an euch dran. Vielen Dank dafür. Danke. Gerne.